Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur inzwischen 48. Lesung und Besprechung des Buches Alle für eine für alle, Königin des Himmels. Ein Buch, das Bruder Max immer noch am Übersetzen ist, aus dem Englischen ins Deutsche, ein Buch von 2006, wo wir also wahrscheinlich doch über 50 Lesungen machen werden, wenn wir damit durch sind, weil wir sind heute in der wahrscheinlich letzten Lesung des 9. und vorletzten Kapitels. Und werden uns dann nächstes Mal dem 10. und letzten Kapitel beginnen zu widmen und sehen, wie viele Lesungen das noch werden. Aber ich schätze mal, über 50 in total wird es wohl sein, wenn wir heute die 48. haben. Es ist aber, wie ich schon so oft sagte, im Grunde vollkommen egal, wie viele Lesungen es geht. Es gibt über das eine Thema, weil es geht um den Inhalt. Es geht darum, dass wir vielen Leuten hoffentlich deutlich machen können, dass die römisch-katholische Kirche kein Christentum ist, dass sie heidnische Bräuche und Rituale wie vor 2000 Jahren auch heute anwendet, wie vor 3000 Jahren auch heute anwendet, wie vor 4000 Jahren auch heute anwendet, wie vor 5000 Jahren auch heute anwendet, weil es ist die Kirche Babylons. Ja? Es ist die Kirche, die in Offenbarung geschrieben, beschrieben ist in Offenbarung 13, Offenbarung 17 und Offenbarung 18. Diese Kirche setzt sich selber gleich mit der Maria, die nicht die Maria ist, die Jesus Christus geboren hat, sondern die die Himmelskönigin ist, die bereits im Buch von Jesaja in Kapitel Jeremia Kapitel 7, meine ich, einmal und Kapitel 44 viermal erwähnt wurde. In total fünfmal. Eine falsche Rechnung, die damals Tapasorsi, ein Herrscher des Bösen, aufgestellt hat, als er meinte, dass sie fünfmal in einem Kapitel erwähnt wird. Aber gut, diese Himmelskönigin, die im Grunde viele Namen hat, die wir alle mal oder einen Großteil davon durchgegangen sind, Michael hat sich damals sehr viel Mühe gemacht, diese ganzen Namen rauszusuchen, die durch die Jahrtausende, durch die verschiedenen Religionen immer wieder angehimmelt wurde, angebetet wurde, auch heute noch angebetet wird, durch Figuren, die überall stehen, durch Statuen, die errichtet werden, durch Kapellen, die spezial für sie gebaut werden, durch ganze Länder, die ihr geweiht werden. Nein, sogar der Papst hat sogar die ganze Welt Maria geweiht. Maria ist im Grunde nichts anderes als eine Personifizierung Luzifers oder Satans. Ja? Darüber kann man sich jetzt streiten, ob Luzifer, der im Himmel damals rebellierende Engel gemeint ist, oder Satan als dieser rebellierende Engel auf die Erde geworfen wurde. Die beiden sind auch ein und dasselbe. Das Anbetungssystem ist vielleicht ein klein bisschen unterschiedlich zwischen den beiden, aber es geht um ein und dieselbe Entität. Es geht um ein geschaffenes Wesen, einen gefallenen Engel. Und ein Engel ist es eben auch, der immer dafür sorgt, dass diese Marienerscheinungen hier erscheinen. Und das ist immer als eine Frau, als die Frau Maria und auch als die abgefallene Kirche. Es ist eine böse Frau. Und so lautet auch das 9. Kapitel, das wir jetzt weiterlesen werden. Wir, das bin ich, der ich gleich vorlesen werde. Das ist Bruder Max und das ist Bruder Michael. Und die beiden möchte ich jetzt eben kurz vorstellen. Hallo Max, herzlich willkommen zur Lesung heute. Ja, hallo Jörg, schön mit dir verbunden zu sein. Ich habe gar nicht so viel zur Einleitung. Danke für deine Ausführungen. In der Tat ist es ein Buch, was sich mit der römisch-katholischen Kirche gleich wie mit der Marienerscheinung beschäftigt. Und die gleiche gehen im Grunde Hand in Hand. Ich denke, da sind wir schon intensiv drauf eingegangen in den zurückliegenden 47 Lesungen. Und ja, ich bin gespannt, was uns in der heutigen 48. Lesung so erwartet und begrüße natürlich dazu auch ganz herzlich den Bruder Michael. Hallo Michael. Ja, hallo Max, hallo Jörg, hallo liebe aufmerksamen Zuschauer und Zuhörer da draußen an den Rundfunk und Fernsehen und Internet und Smartphone und was weiß ich für Geräten, welche dann nachher auch modern sind, wenn diese Lesung überhaupt rauskommt. Das geht ja alles heutzutage so schnell. Ja, bezüglich zu der Aussage von Jörg, von wegen, ja, da hat der Michael sich immer die Mühe gemacht aufgrund der verschiedenen Namen von Luzifer, Satan. Ja, also mein Favorit ist immer noch die weiße Büffelkalbfrau. Wollen wir mal gucken, was wir heute für... die war gut. Ja, nicht mal gut, ne? Und deswegen bin ich mal gespannt, was wir heute noch an Aphorismen und sonstigen Sachen jetzt hier in diesem Kapitel in der 48. Lesung haben. Deswegen schon mal von mir aus vorab Dank und dann legen wir mal los, würde ich sagen. Ja, Vorhang auf, ne? Wie man so schön sagt. Wir sind im nächsten Unterkapitel, das heißt die Hochstaplerin. 2. Thessaloniker 2. Das ist ein so unglaublich wichtiges Kapitel aus dem Neuen Testament, dass man da niemals ganz ruhig drüber hinweggehen sollte.
Es ist ein Kapitel, in dem mit einer Deutlichkeit gesagt wird, wer der Antichrist ist, dass es schon fast unverschämt ist, dass dann viele Leute das heute immer noch nicht verstehen. Aber gut. 2. Thessaloniker Kapitel 2 enthält eine Endzeitprophezeiung. Das heißt, eine Prophezeiung aus der Zeit vor 2000 Jahren, genauso wie für heute. Denn Jesus Christus hat gesagt, dass wir bereits in der Endzeit leben. Daniel hat bereits gesagt, dass wir in der Endzeit leben, weil in Daniel Kapitel 2 und Daniel Kapitel 7 wird deutlich, dass es ab der babylonischen Gefangenschaft nur noch 4 heidnische Königreiche auf dieser Welt geben wird. Eben das Babylon, in dem damals die Juden gefangen genommen wurden, Medo-Persien, das damals dann Babylon abgelöst hat, Griechenland, das die Medo-Perser abgelöst hat und Rom, das als letztes aufgerichtet wurde. Erst heidnisch und dann päpstlich. Das ist das, in dem wir heute leben. Aber Rom bleibt Rom. Also, 2. Thessaloniker 2 enthält eine Endzeitprophezeiung, die eine Parallele zu Daniels Offenbarung in Kapitel 11, Verse 6 und 37 aufweist. In diesem bekannten Abschnitt wiederholt der Apostel Paulus, also in 2. Thessaloniker Kapitel 2, dass der Antichrist sich über jeden Gott erheben wird. Es gibt zur Erinnerung nur einen Gott. Lasst euch von niemandem verführen, denn jener Tag wird nicht kommen, es sei denn, dass zuvor ein Abfall gekommen ist und dass der Mensch der Sünde, also der Antichrist, geoffenbart werde. Der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott genannt oder angebetet wird, sodass er als Gott im Tempel Gottes sitzt und sich selbst als Gott zeigt. Eine Übersetzung direkt aus der König James Bibel, 2. Thessaloniker Brief, Kapitel 2, Verse 3 und 4. Sehr provokant ist jedoch, was der Apostel Paulus einige Verse später schreibt. Das Kommen des Gesetzlosen ist nach dem Wirken Satans mit aller Macht und mit Zeichen und Wundern der Lüge und mit aller Täuschung der Ungerechtigkeit in denen, die verloren gehen. Denn sie haben die Liebe der Wahrheit nicht empfangen, mit der sie gerettet würden. Und darum wird Gott ihnen eine starke Täuschung senden, damit sie einer Lüge glauben, damit alle verdammt werden, die nicht an die Wahrheit geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Selbes Kapitel, Verse 9 bis 12. Nun, für eine Studie des Futurismus haben wir hier die wichtigsten Verse weggelassen, weil da geht es hier jetzt nicht drum. Da bitte ich euch, andere Videos von mir zu schauen. Hier geht es wirklich darum, diese starke Täuschung, die Gott den Menschen sendet, die lieber die Lüge glauben. Schaut, der Punkt ist, wenn wir das richtig verstehen, was hier im 2. Thessaloniker steht, und das ist ja noch nicht so schwer zu verstehen, der Punkt ist im Grunde ganz einfach. Wenn wir probieren, Menschen von der Wahrheit zu überzeugen, und diese Menschen wollen von der Wahrheit nicht überzeugt werden, dann ist das, weil Gott ihnen einen strengen Irrtum geschickt hat, weil Gott ganz genau weiß, diese Menschen sind nicht dafür gemacht, die Wahrheit zu ertragen. Es gibt viele Leute, die können und wollen die Wahrheit nicht ertragen. Die leben lieber in der Lüge, die sie sich selbst aufgebaut haben. Selbst wenn man ihnen die Konsequenzen zeigt, das interessiert sie nicht. Und da gibt es leider viele, viele, viele von. Und dieser Abfall, diese Täuschung oder Delusion, wie das englische Wort hiervon heißt, diese starke Täuschung ist an der ersten Stelle die falsche Lehre des Futurismus. Die Täuschung besteht darin, dass die Leute nicht erkennen, wer der Antichrist ist. Wer ist denn der Antichrist? Martin Luther hat es mit solchen Worten gesagt. Ich glaube, dass der Papst ein vermummter und leibhaftiger Teufel ist, weil er der Endchrist ist. Der Endchrist heißt der Antichrist. Das sagte bereits Martin Luther. Alle Reformatoren, ausnahmslos, es gibt keinen einzigen, von all denen, die sich Reformatoren nennen, ab dem 14. Jahrhundert, Wycliffe, bis zum 19. Jahrhundert, danach möchte ich nicht mehr von wirklich noch Reformatoren oder wirklichen Protestanten sprechen, es gab keinen einzigen, der das Papsttum nicht als Antichrist erkannt hat. Die Täuschung besteht darin, dass die römisch-katholische Kirche darin wirkt, um den Leuten eine Täuschung aufzudoktrinieren, aufzuindoktrinieren,
in denen sie nicht mehr erkennen, dass das Papsttum der Antichrist ist. Darum werden sie getäuscht und leben sie in einer Welt, in der sie so gesagt in Sicherheit gewiegt werden. Ja, das ist genauso, wie wenn man an einer Verbrecherszene vorbeigeht und die Polizei steht da und sagt, gehen Sie weiter, gibt dir nichts zu sehen. Gehen Sie weiter, gibt dir nichts zu sehen. Regen Sie sich nicht auf, können Sie morgen in der Zeitung lesen, ist alles halb so wild, wir werden Ihnen schon sagen, was passiert ist. Man muss sich da selbst nicht drum kümmern. Es wird ihnen eine starke Täuschung gesendet. Und Gott tut das, weil sie eben lieber die Lüge glauben. Es steht hier, damit sie einer Lüge glauben, aber sie glauben die Lüge, weil sie Lust daran haben, die Lüge zu glauben. Und lest dafür bitte zum Vergleich einige Verse aus dem ersten Kapitel des Römerbriefes von Paulus. Ja? In dem ersten Kapitel steht es da drin. Ja? Und genau diese Menschen haben hier eine starke Täuschung, der sie unterliegen. Und sie haben sogar Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit, die aus dieser Täuschung erwächst. Gott selbst wird eine starke Täuschung senden, sagen die Autoren. Und genau deswegen habe ich hier nochmal den Kommentar dazu gemacht, dass diese Täuschung, das ist die Falschlehre des Futurismus, weil es hier aus dem wahren Kontext, aus der Zeit der ersten Jahrhunderte genommen wurde, wo dieser Abfall geschah und in unsere oder unsere zukünftige Zeit transportiert wird. Ja? Die starke Täuschung ist damals schon passiert und passiert heute auch. Das griechische Wort, das mit der Täuschung übersetzt wird, lautet Plane oder im Englischen ausgesprochen Plane. Ist aber griechisch. Gemäß Strong's Concordance ist das griechische Wort Plane im Feminin. Es ist vom griechischen Wort Planos abgeleitet. Planos kann als umherziehender Landstreicher. Aha. Supertramp? Irreführer oder Betrüger definiert werden. Betrüger, wie der Jesuitenorden, wie die falsche Lehre der römisch-katholischen Kirche. Ja, mit Supertramp, das ist ein Insiderwitz, da hatte ich jetzt eigentlich erwartet, dass Michael kurz auflachen würde. Aber ich bin hier nicht in der anderen, ich bin in einer anderen Lesung jetzt gerade. Also ich bin hier nicht, nur ich kann zwar Transfer denken, aber ich möchte nicht anderen Menschen die Pointe zerstören. Naja, jedenfalls, offenbar wird Gott einen Betrüger oder Landstreicher zu denen schicken oder erlauben, die Liebe der Wahrheit nicht empfangen. Jesus sagte, dein Wort ist Wahrheit. In Johannes Kapitel 17, Vers 17. Deshalb lehnen diejenigen, die Gottes Wort ablehnen, die Wahrheit ab. Wenn ein Mensch jetzt die Wahrheit ablehnt, wird er in Zukunft für einen großen Wahn anfällig sein. In Zukunft? Nein. Heute. Er wird ab dem Moment, wo Paulus das damals geschrieben hat, oder in diesem Fall Johannes, wo das geschrieben wurde, da wird er einem großen Wahn anfällig sein. Wenn die Autoren hier von in Zukunft sprechen, müssen wir uns davon bewusst sein, dass, so lieb es auch ist von Jim Tetlow, Roger Oakland und Brad Myers, dass sie in 2006 dieses Buch veröffentlicht haben in Englisch. So toll das auch ist, wir müssen uns davon bewusst sein, die drei haben nicht akzeptiert, dass das Papsttum der Antichrist ist. Die drei haben nicht akzeptiert, dass Jesus Christus die 70. Jahrwoche von Daniel aus der Prophezeiung Kapitel 9, Verse 4 bis 27 komplett erfüllt hat. Deswegen stehen hier oftmals solche Dinge wie mit in Zukunft. Es erweitert sich dann noch im nächsten Satz, wo wir das durchgestrichen sehen, dieses Ereignis geschieht während der Trübsal. Das habe ich durchgestrichen, weil die Trübsal besteht nicht. Jesus Christus hat uns davor gewarnt. Er hat gesagt, hier in dieser Welt werden wir Trübsal haben. Also es ist gar kein Wunder, natürlich ist Trübsal da. Aber diese eine große siebenjährige Trübsalzeit, die wird nicht stattfinden. Nun, ich sage, dass sie nicht stattfinden wird und ihr werdet sagen von, ja, aber der Antichrist zieht das doch durch. Ja, okay, dann wird vielleicht eine soartige Trübsalzeit stattfinden, nur es ist keine Trübsalzeit, die in der Bibel beschrieben ist. Und das ist das Wichtige. Wir messen immer alles, was geschrieben steht, an der Bibel. Also wenn ein Mensch irgendetwas schreibt oder sagt, dann müssen wir das, was er schreibt oder sagt, an der Bibel messen. In der Bibel wird nicht von der Trübsal, einer Endzeit-Trübsal, einer siebenjährigen Trübsal gesprochen.
Das ist eine Fiktion des Antichristen. Das heißt nicht, dass es sie nicht geben wird. Das heißt nur, dass sie nicht biblisch ist. Sie ist eine Trübsal, genau wie Jesus Christus sagte, hier in dieser Welt werden wir Trübsal haben, werden wir Drangsal haben. Da ist nichts dran zu ändern. Wenn wir den Namen Jesu Christi bekennen, wenn wir den Namen Jesu Christi überall in dieser Welt verbreiten, dann werden wir Trübsal haben, weil wir kommen mit Leuten in Berührung, die Wahrheit nicht lieben, die die Lüge lieben und die lieber in der Lüge als in der Wahrheit leben. Genau wie in dem Absatz davor beschrieben wurde. Also, wenn ein Mensch jetzt die Wahrheit ablehnt, dann wird er für einen großen Wahn anfällig sein. Das in Zukunft kann man hier also draus streichen. Er wird für einen großen Wahn anfällig sein. Deswegen werde ich auch in der Zukunft das Buch Endzeitwahn lesen, dann werdet ihr das noch besser verstehen. Da gehe ich in der Lesung auf all diese Dinge ganz explizit und tief ein. Dafür ist jetzt nicht die Zeit und nicht der Platz, um das zu tun. Ich kann euch nur sagen, besorgt euch das Buch von Steve Wolberg, Endzeitwahn. Ich glaube, Michael und Max haben das alle beide schon und auch zum großen Teil schon gelesen, wenn ich mich nicht irre. Und ich kenne sonst auch noch einige Leute, die sich das bereits bestellt haben. Und ich habe bis jetzt nur positive Reaktionen darauf gehört. Ja? Es geht darum, dass ein Mensch, der die Wahrheit ablehnt, und zwar in dem Augenblick zum Beispiel, wenn er die Bibel in die Hand nimmt und die Bibel ablehnt, dann anfällig ist für einen großen Wahn, nämlich für eine große Lüge, für eine große Delusion, wie es hier oben steht, eine große Täuschung. Ja? Wie wichtig ist es, jetzt die Liebe der Wahrheit zu empfangen? Könnte die böse Frau, die als Maria erscheint, die trügerische Macht sein, die in den letzten Tagen der Erde entfesselt wird? Welche andere weibliche Betrügerin legt eine Lüge vor, die dem Wort Gottes widerspricht und weltweit umarmt wird? Ja, gehen wir doch mal ein wenig zurück in der Geschichte. Dieses Kapitel heißt Böse Frau und spricht von der Königin des Himmels, dieser Erscheinung. Wir haben aber früher im Alten Testament schon mal von einer bösen Isabel gesprochen. Zweimal warnte Jesus vor einer bösen Frau. In Matthäus Kapitel 13, Vers 33 und in dem Buch der Offenbarung Kapitel 2, Verse 20 bis 23. In Offenbarung Kapitel 2 identifiziert Jesus die Frau Isabel als eine falsche Prophetin, die seine Diener lehrt und verführt, Götzendienst zu betreiben. Und der Name Isabel ist natürlich genommen aus dem Alten Testament. Da gab es ja auch schon mal eine Isabel. Ein Zitat aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 2, Verse 20 bis 22, direkt aus der König James von Max ins Deutsche übersetzt. Zitat: Trotzdem habe ich ein paar Dinge gegen dich, weil du es zulässt, dass diese Frau Isabel, die sich selbst eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Raum, ihre Hurerei zu bereuen, und sie bereute nicht. Siehe, ich will sie in ein Bett werfen und die, die mit ihr die Ehe brechen, in große Drangsal, Trübsal kann man es auch übersetzen, es sei denn, dass sie ihre Taten bereuen. Das griechische Wort, das mit Unzucht übersetzt wird, lautet Porneo, was auch mit Götzendienst übersetzt werden kann. Nun, dieses Wort, meine lieben Brüder und Schwestern, hat im Wortstamm das, was wir heute als Porno kennen. Das heißt, die ganze Pornoindustrie nennt sich selber ihrem Wortursprung nach Unzucht. Sie sagen uns also, dass es Unzucht ist. Also haltet euch weg von Porno und sicher von diesen Filmen und Magazinen und sonstigen ganzen Dingen. Das ist alles, wenn man es in wahren Deutsch aus dem Ursprung ausspricht, Unzucht. Haltet euch weg von Unzucht. Das ist, glaube ich, doch auch ein Gebot. Ist es das 7. oder das 8. Gebot? Da kommen mit den Nummern da immer mit den letzten Geboten durcheinander. Aber du sollst nicht Ehe brechen, heißt mit anderen Worten, du sollst keine Unzucht treiben. Also dieses griechische Wort, das mit Unzucht übersetzt wird, lautet
Porneo, was auch mit Götzendienst übersetzt werden kann. Warum? Weil wir wissen, dass aus dem zweiten Gebot Gott uns deutlich sagt, wir sollen uns keine Abbildung machen von nichts, was im Himmel ist, auf der Erde ist oder in den Wassern unter der Erde. Wir sollen uns nicht niederknien zu ihnen, wir sollen sie nicht anbeten und wir sollen ihnen nicht dienen. Das ist Götzendienst. Also ist das griechische Wort für eben diesen Götzendienst das, was passiert, wenn ich einen anderen Gott als den einen wahren Elohim anbete. Den einen wahren Gott. Den Vater, den Sohn oder den Heiligen Geist. Die Gottheit, wie in der Bibel beschrieben steht. Keine Dreieinigkeit, aber eine Gottheit. Ja? Die Bibel gebraucht das Wort Trinität nicht, die Bibel gebraucht das Wort Gottheit. Und Gott besteht aus Dreien. Dass das keine Trinität ist, das ist wieder eine andere Sendung. Aber der Punkt ist, dass wir, wenn wir diesem Gott abfällig werden, dass wir dann Unzucht betreiben, dass wir dann Porno betreiben, ja, um das jetzt mal auf eine vernünftige Art auszusprechen, ich weiß nicht, wie man das mit EUO aussprechen muss, also sage ich jetzt einfach mal Porno, was Gottes Götzendienst heißt, was also abtrünnige Anbetung ist. Und nichts anderes ist ja überhaupt diese ganze Marienverehrung von A bis Z. Wie wir nämlich bereits festgestellt haben, setzt Gott Götzendienst immer mit geistlicher Untreue gleich, weil sein Volk mit ihm verheiratet ist. Jesaja Kapitel 54, Vers 5 sagt es ganz klar, denn dein Schöpfer ist dein Ehemann, Herr der Heerscharen ist sein Name. Daher beschuldigte Jesus die Kirche von Thyatira der geistlichen Unzucht, die von Isabel gefördert wurde. Beachtet nun bitte, dass Jesus diejenigen, die mit ihrer geistlichen Hurerei zu tun haben, davor warnt, dass sie in die große Drangsal geworfen werden, wenn sie nicht Buße tun. Also wieder die große Drangsal. Ich hätte das hier bereits grün anstreichen müssen. Ja, das ist wieder diese Zukunftslehre, dass sie in Drangsal geworfen werden, ja, wenn sie nicht Buße tun. Diejenigen, die diese geistliche Untreue oder Unzucht tolerierten, waren genauso schuldig wie diejenigen, die mit ihr im Bett waren, aus Vers 20. Nach der Bibel ist die Tolerierung eine ebenso große Sünde wie die eigentliche Tat. Und das ist genau ein ganz, ganz wichtiger Satz, den wir uns mal eben merken sollen. Da muss ich doch mal eben die Schlachterbibel zu aufmachen, weil in Römer Kapitel 1 kommt genau das vor. Dass ich euch das mal eben biblisch beweise, was die Autoren hier sagen. Nach der Bibel, sagen sie, ist die Tolerierung eine ebenso große Sünde wie die eigentliche Tat. Wenn wir dann in den Brief der Römer gehen, in Kapitel 1, dann steht hier, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, ja, da geht es auch um Unzucht, ja, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Also, nach der Bibel ist die Tolerierung eine ebenso große Sünde wie die eigentliche Tat. Und hier lernen wir, dass die Leute, die die Menschen zu diesen Taten antreiben, auch noch selbst Gefallen daran haben. Also ich finde Römer 1, 32 eine gute Bestätigung nach dem, was hier von den Autoren behauptet wird. Es ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, gerade heutzutage, dass viele, die das Evangelium predigen, wenn man sich das mal anschaut, da gibt es ja entsprechende Kanäle oder Leute, die das halt wirklich auch getreu der Bibel tun, dass sie dann Anfeindungen anheimfallen. Und es richtet sich dann immer, es geht eigentlich immer nur darum, dass die Leute niedergeschrien werden oder den Hass entgegengebracht werden, weil sie ja ein Evangelium, die Leute verstehen das dann so, als wäre es Hass, ja, oder als wäre es halt viel zu wenig Liebe, ja, und dass wir einfach in einer Zeit leben, wo also die Leute, die halt das Evangelium predigen, wirklich angefeindet werden und die Leute, die sich das dann anhören und dann sagen, das wäre Hass, ja, und es im Grunde nicht verstehen, weil sie einfach nicht die Ohren haben, um vernünftig zu hören, die sagen dann, dass Jesus ja gesagt hätte, es müsste ein Evangelium gepredigt werden der Liebe, ja, oder dass man sich ertragen müsse, des Tolerierens, ja. Also das, was wir eigentlich unter dem großen Begriff der Ökumene heute kennen,
Ja, dass Jesus Christus nur Liebe, Liebe, Liebe ist, ja, und die andere Seite der Bibel will dann keiner hören, wo es dann darum geht, dass man einen heiligen Lebenswandel vollzieht, dass man auch nach dem Wort lebt und dass man sich selbstständig immer am Überprüfen ist, nach dem Maßstab des Wortes Gottes, das will dann halt keiner hören, ja, weil es halt unbequem ist, sich irgendwie selber mal Fehler einzugestehen und so weiter. Und ich denke, dass dieser Begriff des Tolerierens, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist. Und ich bin da sehr froh drüber, dass die Autoren da so einen großen Punkt auch machen draus oder sagen wir mal so, es so deutlich benennen, dass das Tolerieren eine ebenso große Sünde ist wie die eigentliche Tat. Also wenn ich dann hingehe und sage, ja, Liebe, 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 und ich ertrage, was alle anderen tun und weise da nicht drauf hin oder weise sie nicht zurecht, ja, da kommt ja dann auch immer der große Spruch, man soll nicht richten und so weiter. Wobei es zu richten ist, es ist ja eigentlich nicht schlecht ist. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, dass der Punkt einfach wichtig ist, wirklich biblisch auch zu verstehen, dass wir auch in dieser Welt sind, als bibelgläubige Christen, um eben darauf hinzuweisen, dass etwas nicht nach der Bibel abläuft oder dass etwas unbiblisch ist oder ein Sachverhalt da liegt. Ja, und es gibt überhaupt nichts gegen das Richten zu sagen. Im Gegenteil, man tut das ja auch, wenn man Eltern ist, dann macht man das ja auch mit seinem Kind zum Beispiel. Ne? Dann warnt man es ja auch davor, zum Beispiel auf die Straße zu rennen oder beurteilt das Spielen an der Straße als gefährlich und so weiter. Ja? Und das tut man ja nicht aus Hass, sondern eben aus Nächstenliebe. Ja, da hängt ziemlich viel dran an dem Begriff. Mir war der Punkt einfach nochmal wichtig, das wirklich auch gut zu verstehen, dass das Tolerieren eine ebenso große Sünde ist, wie das Sündigen selber. Ja, dass man es hinnimmt und akzeptiert und nur davon von Liebe etwas hören will, das bedeutet so viel, wie dass man es eigentlich gut heißt, es selber zu tun. Wie du ja auch schon gesagt hast, Jörg, in Römer 1, Vers, ich glaube 32. 32. Ja. Ja, genau. Schau, ich möchte gerne mit dir kurz über die Dinge sprechen, die du gesagt hast. Du hast gesagt, richten. Wir sollen nicht richten. Richten ist nicht gut. Das steht ja auch in der Bibel bereits drin. Und viele Leute sagen, klar, du richtest. Ja, ich denke, wir sollten den Leuten mal deutlich machen, es ist ein ganz großer Unterschied zwischen etwas bloßstellen und etwas richten und verurteilen. Ja, genau. Also verurteilen ist was anderes. Ja. Ich zum Beispiel mit meinen Lesungen, ich stelle die römisch-katholische Kirche so offen und bloß da als das, was sie ist, wie die Bibel es auch macht, mit deutlichen Worten und, wenn ich kann, Taten. Ja? Durch meine Lesungen sorge ich dafür, dass die Leute gewarnt sind, dass die römisch-katholische Kirche eine abtrünnige Kirche ist, eine Satanskirche, die nichts anderes als Zielsetzung hat, um die Leute ins Verderben zu reißen. Deswegen verurteile ich die römisch-katholische Kirche nicht. Das tut Gott. Ich weise die Leute darauf hin, was die römisch-katholische Kirche ist und wofür sie steht und mit welchen Mitteln sie arbeitet und das tut. Das tun wir mit dieser Lesung auch. Das ist kein Richten, das ist Bloßstellen. Ja, und nicht, zu nicht der richten. Es gibt auch so ein Begriffsding. Im Englischen heißt es ja Judgment und Condemnation. Ja? Mhm. Und gegen das Judgen. Ja, also Judge ist richten. Richten und Condemnation ist verdammen, ja. Ja, genau. Das Richten halte ich für nicht verwerflich. Das halte ich für nicht schlecht. Ja, ich denke, das ist sogar wichtig. Nein, das ist auch nicht. Paulus sagt ja selber, wisst ihr denn nicht, dass ihr Engel richten werdet im Himmel? Ja. Ja? Davon jetzt mal abgesehen, lass uns die Diskussion mal zur Seite tun. Die meisten Leute haben ganz einfach das Verständnisproblem, dass wenn du etwas bloßstellst, wenn du auf den nackten Mann mit dem Finger zeigst, guck mal, der ist nackt, das ist für die eine Verurteilung und keine Offenbarung. Und was wir machen, ist die Dinge offenbaren, die Dinge bloßstellen, zeigen, ey, guck mal, der ist nackt. Wobei ich jetzt nichts gegen Nackte an sich habe. Aber wenn jemand sagt, er trägt Kleidung und ist nackt, dann zeige ich drauf mit dem Finger und sage, guck mal, der ist nackt. Ja? Ihr kennt ja des Königs neue Kleider und solche Parallelen. Das ist ein Punkt. Das hat nichts mit Urteilen zu tun. Etwas sagen, wie es ist, die Wahrheit sagen, hat nichts mit Urteilen zu tun. In der Bibel steht aber schon geschrieben, bin ich dann euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Ja, die erste Reaktion auf Wahrheit ist Hass, hat der sogenannte Kirchenvater Tertullian bereits gesagt. Die erste Reaktion auf die Wahrheit ist Hass.
Aber wenn ich meine Menschen doch liebe und wenn wir dann doch immer sprechen von dem Liebesevangelium des Jesus Christus, Liebe, 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 wie du angeführt hast, wenn ich meinen Mitmenschen liebe, dann muss ich ihn doch vor der Gefahr warnen, oder nicht? Und wenn ich ihn vor der Gefahr warne, dadurch, um ihm die Wahrheit zu sagen, aber er will die Wahrheit nicht hören, ja, hasst er mich denn dann deswegen? Ja, oftmals in dieser Welt, leider ja. Weil die Leute die Wahrheit einfach nicht hören wollen. Weil sie lieber in ihrer Lüge weiterleben wollen. Aus eigener Erfahrung, ja. Das ist so. Ich glaube, das hat Michael genauso mitgemacht, wie du es mitgemacht hast, wie ich es mitgemacht habe und wie viele Menschen, die dieses Video jetzt schauen, sich darin erkennen werden. Ich habe nichts gegen das Liebesevangelium von Jesus Christus. Jesus Christus, seine zwei Gebote, ist eine Zusammenfassung der 10 Gebote aus dem Alten Testament, wo er sagt, liebe deinen Vater im Himmel mit aller Macht, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Herzen, mit allem, was du hast. Und das zweite Gebot ist gleich dem ersten, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, tue einem anderen nicht, tu, was du nicht willst, was er dir tut. Und wenn ich einem anderen liebe wie mich selber, dann tue ich deinem anderen doch nicht das an, was ich mir selbst auch nicht antun würde. Wenn ich also die Wahrheit erfahre und in der Wahrheit lebe und merke, wie glücklich und frei ich damit geworden bin, dann will ich dieses glückselig sein und diese Freiheit meinem Mitmenschen, den ich liebe, ja auch geben. Wenn er die Wahrheit aber nicht kennt, die ihn frei macht, wie Jesus Christus das gesagt hat, dann bin ich dazu gezwungen, ihm die Wahrheit zur Not um die Ohren zu hauen. Das mache ich mit diesen Lesungen. Und das macht ihr mit eurer Arbeit, Michael mit seinen Lesungen, du mit den Übersetzungen, jeder auf seine Art und Weise. Wir sind alle Bausteine des Tempels, des lebendigen Gottes auf dieser Erde. Und jeder Stein, jedes Glied dieses Körpers hat seine eigene Aufgabe. Und ich habe nichts gegen das Liebesevangelium von Jesus Christus. Liebe ist gut, Liebe ist schön. Ohne Liebe würde ich das ja auch alles gar nicht machen. Schau, wenn wir beide die Straße entlang wandeln und du passt einen Moment nicht auf und streifst ab und gehst 2-3 Schritte auf die Straße rauf und auf einmal kommt dann 40 Tonnen mit 180 Stundenkilometern angerast, dann ist es doch wohl ein Akt der Liebe, wenn ich dich anbrülle und wenn ich dich von der Straße schmeiße, auch wenn es dir wehtut, um dich davor zu retten, dass du nicht von dem LKW überrollt wirst, oder? Ja, und genau das machen wir mit diesen Dingen, ne? Das ist doch Liebe. Tja, großes Schweigen, ja. Dann gehen wir mal weiter. Ja, so ist es. Ja, genau, ja, mehr, so ist es. Mehr kann ich da im Grunde nicht zu sagen. Weißt du, das ist einfach nur eine falsche Auffassung. Und wie gesagt, wenn ich den Papst den Antichristen nenne, dann ist das, weil die Bibel das sagt, dass es so ist. Und ich den Leuten nur sage, was in der Bibel sagt. Damit richte ich nicht, damit urteile ich nicht. Das tut der Herr. Oh, steht ganz deutlich drin. Im 2. Thessaloniker Kapitel 2 übrigens. Dann können wir da ja mal eben reingehen. Ja, wir hatten da ja vorhin schon bereits drüber gesprochen. Gehen wir mal eben in das 2. Thessaloniker Kapitel 2. Wenn wir es dann über das Richten haben, was steht denn da ganz deutlich? Hier. Verse 19 und 11. Und den, dann Vers 8. Wir hatten vorhin ab Vers 9 gelesen. Also Vers 8 mal eben. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, da sprechen wir von dem Sohn des Verderbens, von dem Mann der Sünde, oder Menschen der Sünde, von dem Antichristen, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Nun, wer versteht diesen Vers denn? Was will das denn sagen? Was ist denn der Hauch seines Mundes? Wisst ihr beiden das? Der Hauch seines Mundes ist das Evangelium, das ist die Bibel. Ja? Der Herr wird ihn verzehren durch den Hauch seines Mundes. Sein Wort ist Wahrheit, sein Wort kommt aus seinem Mund, die Bibel kommt aus seinem Mund. Das heißt, der Gesetzlose wird verzehrt werden durch das Lehren der Bibel und dann, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er ihn durch seine Erscheinung der Wiederkunft beseitigen. Das heißt, er wird ihn verzehren, er wird ihn zermürben, er wird ihn foltern,
wenn wir jetzt mal vielleicht einen grausamen Ausdruck gebrauchen wollen, damit, dass er ihm wieder und wieder und wieder die Wahrheit ins Gesicht wirft. Und das tut er dadurch, dafür zu sorgen, dass die Wahrheit den Menschen zur Verfügung gestellt wird. Wir haben die Wahrheit erst seit 500 Jahren in unseren Händen, weil vor 1520 hatte keiner eine Bibel in Deutsch in den Händen oder in Englisch oder in Chinesisch oder in Spanisch oder in Griechisch oder in welcher Sprache auch immer. Heute gibt es die Bibel in allen Sprachen der Welt. Und das ist der Hauch des Mundes Gottes, des Herrn. Dadurch wird der Gesetzlose offenbart. Und er wird verzehrt durch dieses Wort. Er wird gequält durch dieses Wort. Glaubt ihr denn, der Antichrist hat das gerne, dass wir diese Lesung machen? Wenn er davon auf der Höhe wäre, wenn er davon informiert würde, dann würde er uns ganz schnell einen Riegel vorschieben. Das hat er nämlich durch die Jahrhunderte immer getan. Menschen, die die Bibel gelesen haben und für sich selbst verstanden haben, waren immer von der römisch-katholischen Kirche verfolgt geworden. Menschen, die die Bibel gelesen haben und gepredigt haben, haben immer ein Problem mit der römisch-katholischen Kirche gehabt. Und in dem Augenblick, wenn die auf uns richtig aufmerksam werden, dann kommen bei uns auch die schwarzen Männer mit den dunklen Hüten nachts um 3 kurz an die Tür klopfen. Wenn sie sich überhaupt noch die Zeit nehmen, dran zu klopfen, wenn sie nicht gleich reinkommen werden. Ja? Weil wir Jesus Christus verkünden. So, wie er es uns befohlen hat. Und das tun wir, weil wir sein Wort haben. Das kommt aus seinem Munde. Denn sein Wort ist Wahrheit, wie wir gerade eben auch in dem Buch hier gelesen haben. Und den letzten Schritt, den macht Jesus selbst, wenn er wiederkommt. Dann wird er ihn durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen. Dann wird der Antichrist hinweggefegt sein. Wir zermürben ihn, wir exponieren ihn oder stellen ihn bloß. Jesus Christus vernichtet ihn. Bloßstellen ist nicht verurteilen. Wenn Jesus Christus wiederkommt und er wird ihn mit seiner Wiederkunft beseitigen, das ist Urteilen und das ist das Urteil von demjenigen, der auch das Recht hat zu urteilen, nämlich Gott und kein Mensch in der Hinsicht. Auch nochmal ein wichtiger Punkt, denke ich, eben zu besprechen. Ne? Ich denke auch, ist mir jetzt gerade eingefallen, im Englischen ist ja Judgment und Condemnation. Ich denke, das ist im Deutschen dann sowas wie beurteilen und verurteilen. Ja, also das Verurteilen. Was ganz anderes ist als beurteilen. Beurteilung ist ja nicht schlecht, weißt du, weil da kann man ja... Ja, beurteilt werde ich ja in der Schule schon nach Leistung, ne? Ja, oder sollen ja eher beurteilen, ne? Und verurteilt werde ich dann am Ende des Jahres durch ein Zeugnis, ne? Ja, gut, eigentlich auch eher beurteilt, aber ja, ist schon richtig. Verurteilt wird man dann durch einen Richter, ja. Ja, ich habe es dann immer so empfunden, dass ich verurteilt wurde zum Sitzenbleiben, was zwar nur einmal passiert ist, aber ja. Ja. Das wird vielleicht gewesen sein, ja, ich kenne das auch. Ja. Ausgerechnet in der 7. Klasse, wo 7 doch meine Lieblingszahl ist, die göttliche Zahl. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, dass mit unserer Diskussion das jetzt ziemlich deutlich geworden ist, oder ich hoffe zumindest, dass es ziemlich deutlich geworden ist. Wenn ich über die Himmelskönigin lese oder andere Dinge, die Satan unternimmt, und wenn ich über den Antichristen rede und wenn ich über die antichristliche Kirche rede, die vorgibt, christlich zu sein, es aber nicht ist, und wenn ich sie bloßstelle und wenn ich sie an ihren Taten messe, nicht an ihren Worten, deswegen steht in der Bibel bereits geschrieben, an ihren Taten werdet ihr sie erkennen, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, nicht daran, was sie sagen. Erinnert euch, Jesus Christus hat selbst in Matthäus-Evangelium die Stelle vorgebracht. Am Ende der Tage gibt es viele, die zu mir sagen werden, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht Tote erweckt? Haben wir nicht geheilt? Haben wir nicht deinen Namen verkündet? Und Jesus Christus sagt, weichet von mir, ihr, die ihr Ungerechtigkeit arbeitet. Ich habe euch nie gekannt. Wollt ihr dazu gehören? Ich nicht. Ich halte es mit diesem, ich finde die englischen Ausdruck finde ich eigentlich sehr schön. Ich kenne da kein deutsches Äquivalent vor. I'm gonna call the spade a spade. Ja? Also mit anderen Worten, ich sage, ich nenne den Stachel einen Stachel. Ich gebe dem keinen anderen Namen, keine Verniedlichung. Ich nenne die Dinge beim Namen. Und wenn
die römisch-katholische Kirche die Kirche Satans ist. Und wenn der Chef der römisch-katholischen Kirche nicht der Vertreter Jesu Christi, sondern der Vertreter Satans auf Erden ist, dann sage ich das. Damit verurteile ich ihn nicht, aber damit stelle ich ihn bloß. Und ich sage nicht das nicht aus mir heraus, sondern ich sage euch noch, wo ihr das nachlesen könnt, in dem einzigen Buch auf dieser ganzen Welt, das es gibt, das die Wahrheit ist, das das Wort Gottes ist. In der Bibel. Ich sag euch nur, was in der Bibel steht, ohne eigene Interpretation. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr meint, dass ich Dinge selbst für mich interpretiere, dann ist jetzt der Moment gekommen, um das Abo abzuschalten und dieses Video auszuschalten und Jörg zu verurteilen. Ich sage euch nur, was in der Bibel steht. Ich sage es euch mit den Worten, wie es in der Bibel steht. Und weil viele Menschen die Worte in der Bibel nicht begreifen, mache ich hier und da dasselbe und gebe mit anderen Worten dieselbe Erklärung. Aber ich verdrehe nicht, ich gebe immer noch dieselbe Botschaft durch. Ich sage es mit der Schrift. Und wenn ich es nicht mit der Schrift sage, dann ist es Zeit für euch, mich zu verdammen und von mir wegzugehen, ganz ehrlich. Wenn ihr merkt, dass ich nicht sage, was an der Bibel gemessen werden kann, dann hört da nicht drauf. Paulus sagt das auch im 2. Thessaloniker, ne? Gehen wir da nochmal eben rein. Wie heißt das hier am Anfang? Lasst euch nicht so schnell aus eurem Verständnis sein, denn es muss erst... wo sagt er das wieder? Lasst euch nicht verführen. Sagt er doch hier in den ersten Stellen irgendwo. Hatten wir doch gerade. Ja, lasst euch hier, Vers 3, lasst euch von niemand auf irgendeiner Weise verführen. Ja? Lasst euch von niemandem ein X für ein U vormachen. Ja? Lasst euch nicht belügen. Messt alles, was Menschen sagen, A, an ihren Taten und B, an der Bibel. Oder A, an der Bibel und B, an ihren Taten. Ja? Dass man Menschen nicht daran misst, was sie sagen, sondern was sie tun. Nach dem Motto, Wasser predigen und Wein saufen? Von wem kennen wir das denn? Ja? Man muss die Tat bei dem Wort fügen. Ist auch ein so Spruch, den wir kennen. Ja, da muss ich die Leute auch nach ihren Taten oder nach ihren Früchten, weil das ist ja, eine Frucht ist ja das, wenn ich es erst sage und dann später tue, dann ist das, was ich getan habe, die Frucht meines Wortes. An diesen Früchten, an diesen Taten werdet ihr sie erkennen. Daran will ich auch gemessen werden. Das sage ich euch ganz klar. Wenn ihr findet, dass ich irgendetwas lehre, was nicht biblisch ist, bitte dann sofort Abo kündigen, verschwinden und diesen Kanal nie wieder besuchen. Deswegen ist es so wichtig, eine wahre Bibel in der Hand zu halten und die Bibel richtig zu verstehen. Ich will die Menschen nicht belügen und betrügen, ich will ihnen die Wahrheit sagen. Das, meine Lieben, ist das Liebesevangelium von Jesus Christus. Das ist seinen Nächsten lieben, ihm die Wahrheit zu sagen. Das Problem ist, wenn der Nächste die Wahrheit nicht hören will, sondern dich deswegen verprügelt oder anzeigt und vor Gericht bringt und sonstige Sachen macht, ja dann müsst ihr das als bibeltreue Christen eben für den Herrn ertragen. Das ist die Drangsal, vor der er gewarnt hat. Ich hoffe, dass der Punkt jetzt soweit deutlich war. Hast du noch was zu sagen, Max oder Michael vielleicht? Ich wollte eben was sagen, aber jetzt bin ich aus dem Kontext. Das ist nicht weiter schlimm, da fällt es dir nachher zum Schluss wieder ein. Also, wir lesen dann in dem Buch weiter. Wir hatten ja irgendwo hier vor, jetzt die letzten zwei Seiten auch noch zu lesen heute. Bibelforscher werden Isabel als angemessenen Titel für diese böse, betrügerische Frau erkennen. Isabel war die berüchtigste Königin im Alten Testament, hatte ich ja bereits erwähnt. Sie führte das Volk Gottes durch die Verehrung des Baal und der Himmelskönigin in die falsche Religion. Sie benutzte ihre Schönheit, ihre Verlockungen und unheiligen Bündnisse mit ihrem Mann und dann mit ihrem Sohn, um die Nation in den Götzendienst zu stürzen. Ich hatte letzte Woche, wo wir die Sendung haben ausfallen lassen,
Bilder von Jezebel vorbereitet und heute habe ich das natürlich vergessen. Also gebt mir eben ein paar Sekunden Zeit, dass der Computer die Bilder suchen kann. Dann wollen wir hier mal eben ein Bild von dem einblenden, das ich letztes Mal als Jezebel hatte. Das finde ich ein sehr deutliches Bild. Und hier haben wir auch noch den Geist der Jezebel. Das kann man sich dann auch nachher mal durchlesen. Aber das Bild fand ich ja eigentlich ganz schön, um dafür zu halten. Ja? Sie benutzt ihre Schönheit, ihre Verlockungen und unheiligen Bündnisse mit ihrem Mann und dann mit ihrem Sohn, Babylon, erst mit Nimrod, dann mit Tammuz, ja, um die Nation in den Götzendienst zu stürzen. Sie förderte den offenkundigen Götzendienst und versuchte sogar, alle wahren Propheten Gottes in Israel zu vernichten. Diese böse Königin sorgte für 450 Propheten des Baal und 400 Propheten von Ashtera, also Himmelskönigin, als Teil ihres königlichen Haushalts. Isabel, oder wie sie im Englischen heißt, Jezebel, stellt zweifellos die Mutter der Huren des Alten Testaments dar. Wie passend, dass Jesus die böse Frau, die Thyatira beeinflusst, als Isabel bezeichnete. Natürlich ist das passend. Jesus Christus hat die Bibel geschrieben, der weiß schon, welches Wort er wo einfügen muss. Die folgende Tabelle vergleicht einige der Ähnlichkeiten zwischen der historischen Isabel und der Königin der letzten Tage. Diese Tabelle veranschaulicht, wie wichtig es ist, die Heilige Schrift mit der Heiligen Schrift selbst zu vergleichen. Ja, also nicht die Heilige Schrift zu vergleichen mit dem, was jemand sagt, sondern die Schrift an der Schrift messen und daraus eure Lehre ziehen. Darum sind Bibellehrer immer mit ganz, ganz großer Vorsicht zu genießen. Die Bibel erklärt sich selbst. Denkt bitte daran, dass sich dieses Buch der Offenbarung hunderte Male auf das Alte Testament bezieht. Mit anderen Worten, was im Alten Testament Israel im Fleisch geschehen, das wird im Neuen Testament der Kirche, dem Israel im Geiste geschehen. Dafür die Prophezeiungen. Deshalb müssen wir, um zu verstehen, warum Jesus Isabel als Vertreterin dieser Frau, die sich selbst eine Prophetin nennt, benutzte, den ganzen Ratschluss Gottes erforschen. Nun, ich weiß, dass Max noch nicht zufrieden ist mit der Art und Weise, wie er diese Tabelle hier aufgestellt hat. Es ist auch nicht besonders leicht, das jetzt zu lesen und gegenüberzustellen. Deswegen wollte ich da auch gerne einfach drüber hinweggehen und sagen, schaut euch das bitte selbst an. Und vielleicht werden wir nächste Sendung, wenn Max Zeit hatte, diese Tabelle so aufzubauen, wie er sie wirklich wollte und deutlich zu machen, wie, wo, was stehen soll, dass wir das nächste Woche machen. Bist du damit einverstanden, Max? Ja, da geht es eigentlich nur darum, dass man die Tabelle jetzt noch sieht. Ne? Die im Format sieht man die Tabelle jetzt nicht mehr, deshalb ist es ein bisschen schwierig, die einzelnen Punkte zuzuordnen. Weil es ist ja auch auf links und rechts immer das Gleiche im Grunde genommen, ne? Und dann immer die Bibelstellen dazu. Nur dadurch, dass die Tabelle halt nicht mehr angezeigt wird, ist es ein bisschen schwierig, das zu unterscheiden. Ja, von daher, das können wir gerne nächste Woche dann nochmal machen, wenn du da überhaupt auch tiefer noch drauf eingehen willst. Ich dachte halt auch, dass wir das auch den Zuschauern irgendwie selbst überlassen. Ja, würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen, überlassen wir das den Zuschauern selber, das zu vergleichen, weil wenn wir uns damit beschäftigen, dann sind wir 1-2 Stunden nur damit beschäftigt, weil da kann man auch noch die ganzen Zitate raussuchen. Aber wir geben den Leuten ja die Möglichkeit, sich das selber anzuschauen. Die Papiere hiervon werden ja im Internet veröffentlicht. Das Buch ist ja beinahe fertig. Sobald es fertig ist, wird es auf archive.org veröffentlicht, gratis für jeden, sich anzuschauen, runterzuladen. Und dann könnt ihr gerne auch diese ganzen Zitate hier aus der Bibel nachlesen. Das habe ich jetzt auch nicht gemacht, hier mit reingeklebt, weil das ist eine Mordsarbeit und ist eine große Vergleichungsarbeit, eben weil es eine große Tabelle ist. Und von daher würde ich auch sagen, überlassen wir das einem jeden seiner eigenen Nachforschung. Ne? Ja, diese Videos sollen ja eben auch zur Selbststudie ansetzen, Anreiz geben. Das wollen wir ja auch gerne machen. Ne? Ihr habt es jetzt hier im Bild, ihr könnt euch das ja eben als Standbild die Bibelstellen raussuchen und könnt sie vergleichen. Oder ansonsten wartet ihr, bis das Buch auf archive.org veröffentlicht ist. Wir kommen in das letzte Unterkapitel des Kapitels Böse Frau, Kapitel 9 aus dem Buch. Eine für alle, alle für eine, Königin des Himmels.
die götzendienerischen Propheten. Oder besser gesagt, die götzendienerische Prophetin. Ja, ist doch merkwürdig, dass in der Bibel niemals eine Prophetin oder ganz selten, ich glaube, ein einziges Mal eine Prophetin erwähnt wird, sonst immer nur Propheten. Ne? Wer ist diese Frau Isabel? Warum wird sie Prophetin genannt und wie verführt sie die Diener des Herrn? Um diese Passagen weiter zu beleuchten, wollen wir Tim LaHayes Kommentar zum Buch der Offenbarung untersuchen. Wir hören uns. Tim LaHaye ist einer der Schriftsteller, der diese Endzeitbücher, glaube ich, alle verfasst hat, ne? Oder einen großen Teil dieser Endzeitbücher verfasst hat mit der futuristischen Lehre. Thyatira kommt von zwei Wörtern, die Opfer und fortwährend bedeuten. Damit wird die zentrale Irrlehre eingeführt, die andere Irrlehren hervorgebracht hat. Das heißt, die Kirche von Rom leugnet das vollendete Werk Christi, glaubt aber an ein fortwährendes Opfer, das ist die Messe mit der Transsubstantiation, mit der Wesensveränderung des Brotes in den Leib, die Seele, die Menschlichkeit, die Göttlichkeit, das Fleisch und das Blut unseres Herrn Jesu Christi. Das Dinge wie Sakramente und Totengebete hervorbringt. Ein Konzept, das den Menschen dazu veranlasst, zu versuchen, sein eigenes Heil durch Werke, Beichte, Ablässe und viele andere satanisch konzipierte Ideen zu erlangen, die von unserem Herrn in Offenbarung 2,24 als die Tiefen Satans bezeichnet werden. Die Wahl des Titels Sohn Gottes durch unseren Herrn für sich selbst ist sehr lehrreich. Er nennt sich nicht Sohn der Maria, er nennt sich Sohn Gottes. Für diejenigen in der Kirche von Rom, die dazu neigen, ihn als Sohn Marias zu betrachten. Ja, das hätte ich vielleicht erst lesen sollen. Die Lehre der falschen Prophetin Isabel nahm zwei Formen an. Erstens, meine Knechte zu verführen und zu falscher Lehre zu führen. Unzucht zu treiben, was ein Symbol des Götzendienstes ist, der in dieser Zeit eingeführt wurde. Und zweitens, Götzenopfer zu essen. Ja, und nichts anderes ist es, wenn ich diese Transsubstantiation oder durch die Transsubstantiation dieses im Wesen veränderte Brot esse, dann werde ich nämlich zum Kannibalen, dann esse ich das Götzenopfer. Nichts anderes ist es nämlich, wenn ich sage, dass dieses Brot Jesus Christus ist. Ja? Dann ist das ein Götzenopfer. Jesus Christus hat alle Opfer gebracht. Ja? Jesus sagt, siehe, ich will sie in ein Bett werfen und die, die mit ihr die Ehe brechen, in große Drangsal, es sei denn, dass sie ihre Taten bereuen. Unser Herr sagt hier voraus, dass diese Gemeinde und diejenigen, die dazu überredet werden, ihren falschen Herren zu folgen, in Drangsal gehen werden, wenn sie nach Offenbarung 17 die Gemeinde der Drangsal sein wird. Also, wieder die große Drangsal, habe ich die große durchgestrichen, eben weil das Zukunftsfalschlehre ist. Es gibt keine zukünftige große Drangsal, biblisch gesehen. Ja? Es gibt keine Drangsal und es gibt keine Entrückung. Wie wir bereits dokumentiert haben, ist die Königin des Himmels mit Sicherheit die Königin der römisch-katholischen Kirche. Sie ermutigt auch ihre Anhänger zum Götzendienst, aber verkündet sie auch, dass sie die Prophetin dieser letzten Zeiten ist? Nun, ich denke, da werden wir die Antwort drauf finden im nächsten 10. Kapitel dieses Buches. Und damit, denke ich, sind wir für heute für die Lesung am Ende angelangt, haben die 4 Seiten gelesen, die uns noch übrig geblieben sind aus dem Kapitel 9, die böse Frau. Und wir werden nächstes Mal dann mit Kapitel 10 hoffentlich nächste Woche fortfahren. Deswegen, jetzt gebe ich dann gerne noch das Mikrofon an meine beiden mich begleitenden Brüder der Lesung, nämlich Max und Michael. Bitteschön. Ja, ich habe nicht so ganz so viel, deshalb fange ich jetzt mal eben an. Ich danke für die Lesung, Jörg. ich fand es gerade nochmal interessant, dass Thyatira, ich glaube, der letzte Kommentator, das, was zitiert wurde da im letzten Zitat, also im Fließtext war ja, dass Thyatira was bedeutet, Opfergabe und fortwährend. Da fand ich einfach mal wieder interessant festzustellen, dass ja, diese griechische Wortbedeutung an sich, einfach mal ein bisschen auch zu studieren, gerade vielleicht auch in dem Bereich Offenbarung, in den ersten Kapiteln,
wo Jesus Christus zu den Gemeinden spricht, was diese Worte der Gemeinde eigentlich im Wortlaut auch bedeuten. Das finde ich doch sehr interessant auch, muss ich wirklich mal gestehen, weil dadurch dann auch durch die Wortbedeutung an sich, ja, der von Thyatira zumindest in diesem Fall, ja, schon deutlich wird, dass es sich da halt auch um die römisch-katholische Messe handelt, ja, oder, ne, also mit dieser Isabel und so weiter, ja, die ja immer wieder fortwährende Opferung durchführt und, ne, und ich fand das für mich einen persönlich sehr interessanten Punkt und kann nur jedem dazu anraten, selber Nachforschung anzustellen und natürlich, das schließt natürlich ein, die Schrift zu studieren. Ja, ich danke dir, Jörg, für die Lesung heute und gebe gerne noch die letzten Worte an Bruder Michael. Maranatha. Ihr wolltet vernünftige Aussage haben von mir und das war das Beste, was mir einfiel. Zudem habe ich nur noch einen Abschluss zu machen, dass es letzten Endes dann wirklich mit Liebe und mit, ja, Mitgefühl zu tun hat, wenn man halt versucht, die Wahrheit zu sagen, was in dieser Welt eben leider nicht so ankommt. Und deswegen haben wir halt einfach so viel Hass, was auch teilweise in den Kommentaren zu den Videos rüberkommt oder auch Dinge, die privat halt gesagt werden, bevor und halt aus gutem Grunde dann eben nicht über den Äther gehen. Von einigen Menschen wird man halt einfach persönlich und auch im Internet da eben spüren und bekommen. Aber es steht halt drin, Epheser 5,10 prüft alles, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Also hier ist einfach der Befehl oder der Aufruf drin im Epheserbrief, eben genau das zu tun, weswegen ich es mit meiner Agenda mache und weswegen halt auch andere, die halt in dieser ganzen christlichen Schiene mitarbeiten, sei es mit Übersetzungen oder sonstigen Arbeiten, eben dann auch versuchen. Das hat ja nichts mit irgendeiner Art und Weise mit etwas Persönliches gegen einen Menschen zu tun, sondern es hat allgemein damit zu tun, möglichst zu versuchen, die Menschen klarzumachen, dass die Bibel heute immer noch gilt und dass wir das machen, weil wir das aus Liebe machen und weil wir halt einfach möchten, dass die Wahrheit da rauskommt und dass die Menschen, die es dann eben hören und die es auch dann erreichen soll, dann eben auch zum Nachdenken bringt und dann sagen, ja stimmt, jetzt verstehe ich auch endlich, warum die Welt so funktioniert, wie sie funktioniert. Und das hat sich nie geändert in den ganzen Jahren nicht, weder vor noch nach Jesu Wirken auf dieser Welt und dementsprechend, also im Physischen, und dementsprechend wird sich das auch in den nächsten kommenden Jahren nicht ändern und wird wahrscheinlich immer schlimmer werden, weil die Bibel wie immer Recht behält. Und deswegen ist natürlich auch die Lesung über Kuckuckuh nur ein ganz, ganz kleines Puzzlesteinchen in dem ganzen Ozean, in dem ganzen Meer von Lügen, womit man den ganzen Tag fast erdrückt wird. Und deswegen hoffe ich, dass einige dann das Grübeln bekommen, egal ob es jetzt diese Lesung ist oder eine andere Lesung ist, völlig egal. Dann kann man auch dann wirklich damit beweisen, dass die Bibel nach wie vor Recht hat. Und wenn das stimmt, eben was in der Bibel drin steht, dann gibt es eben ewiges Leben. Und das ist eben die frohe Botschaft. Das Evangelium ist die frohe Botschaft, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und dass es ein ewiges Leben gibt, wenn eben genau man dem dazu dann berufen ist von Jesus Christus, von Gott selber und von Gott im Fleisch. Und durch die Bibel haben wir halt einfach dann die Wahrheit verkündigt und dass sie halt alle nach diesem Drehbuch der Bibel spielen, sieht man doch jetzt in der aktuellen Politik da draußen ganz deutlich. Und ich denke, man wird es immer deutlicher sehen. Und wer weiß von den vielen Menschen, denen man tagsüber begegnet und kein Wort mitspricht, wie viele davon noch errettet werden, das vielleicht dann auch mal eine positive Idee, dass man vielleicht auch nicht direkt aufgibt und denkt, naja gut, wer weiß, wie viele hunderte Menschen, tausende Menschen, zehntausende Menschen noch diese Videos sehen. Und das ist meine Hoffnung für alle. Und damit meine ich jetzt nicht diese missglückte Bibelübersetzung Hoffnung für alle, sondern damit meine ich halt wirklich, das ist die Hoffnung, die ich daran setze, dass die Menschen halt Stück für Stück aufwachen. Ab und zu hat man ja doch ein paar nette Kommentare und ab und zu hat man ja doch ein paar nette persönliche Begegnungen. Und das ist eben das, was einen jetzt hier noch beflügelt auf dieser Welt. Worüber sollen wir uns sonst freuen, als über andere, die eben auch das ewige Leben anstreben. Und damit gebe ich jetzt zurück an den Jörg. Ja, das war dann ja doch ein sehr kurzer Kommentar. Nein, super, Michael, danke. Und die Quintessenz von dem, was du gerade gesagt hast, möchte ich nochmal aus dem Gedächtnis wiederholen. Darum habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Dunkelheit, sondern deckt sie lieber auf. Das ist genau das, was sich Joggler66 oder Stunde der Wahrheit, was sich MK2007AL und Maximilian
auf die Fahne geschrieben haben. Auf die Fahne, die eine große weiße Fahne ist, wo keine Symbole drauf sind, sondern wo die Heilige Schrift drin ist, die Bibel, die wir tagtäglich oder doch regelmäßig lesen und studieren sollten, um unseren Gott kennenzulernen und zu verstehen, dass wenn er sagt, dass wir diese unfruchtbaren Werke der bösen Menschen aufdecken sollen, dass wir dadurch nicht urteilen, sondern dass wir aufdecken, dass wir das richtige Verständnis des Wortes Gottes erreichen. Dafür lesen wir unsere Bibel. Wir tun das und ihr tut es bitte auch. Bis zum nächsten Mal. Maranatha. قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Die Schäden zu verwahren, ich meine, dass er